Ja, jetzt steht neben mir der Sportredakteur, Moderator und Reporter Kai Ebel. Hallo Kai. Hallo, servus. Hallo. Kai, wir haben ja hier eben gerade gesehen, dass ihr hier gerade Geschenke vergeben habt an die Kinder. Ich habe immer noch ein bisschen Gänsehaut, das ist echt eine Mega-Aktion. Ja, wie kam es denn dazu? Ja, das war eine gute Idee. Die Janina macht mit ihrem Truck ja immer so eine Weihnachtstour und besucht dann Bedürftige und vor allen Dingen auch Kinder. Und da gibt es dann immer jede Menge Geschenke und da passt ja viel rein in so einen Truck. Und da hatten wir die Idee, das zu verbinden hier mit dem Rainer Gottwald und dem Karlsruher Boxen, mit dem Weihnachtszirkus. Weil das Zirkuskinder und dann kommt noch als obendrauf als Bonbon quasi der Truck vorbei mit Geschenken. Mehr geht nicht. Und was gibt es Schöneres, als in diesen Zeiten in glückliche Kinderaugen zu gucken? Das ist unbezahlbar. Wie hast du dich denn da gefühlt, als du im Truck standest und die ganzen Geschenke vergeben hast? Ja, das sage ich ja. Das ist einfach unglaublich. Man steht da oben und macht eigentlich was ganz Normales, wie ich finde, nämlich beschenkt Kinder zu Weihnachten. Aber wenn man dann sieht, wie die sich freuen, wie sich die Arme nach oben recken und so, also da merkt man erstmal, dass wir da in der Richtung, da kann man, glaube ich, noch eine ganze Menge machen. Das definitiv. Und wir sind ja jetzt hier im Karlsruher Weihnachtszirkus, haben eben gerade die Zaubershow gehabt, eben auch wirklich für die Kleinen, für die Kinder. Und nachher gibt es ja noch die Boxveranstaltung. Ja. Weihnachten und Boxen, wie passt das für dich zusammen? Ja, also zu Weihnachten gibt es ja auch manchmal Blumen und da ist das ein oder andere Veilchen, würde vielleicht dazu passen. Und es ist ja so viel Zeit noch, dass die Blessuren bis Weihnachten wieder abziehen können. Von daher glaube ich, ist das in Ordnung. Und außerdem gibt es ja auch einige, die waren vielleicht nicht so nett, die dann immer vom Knecht Ruprecht die Rute kriegen. Und stattdessen gibt es dann vielleicht mal einen auf den Kopf im Ring. Okay, das ist sehr, sehr gut. Und, ja, man muss ja ein bisschen Fantasie entwickeln, wenn es darum geht. Das definitiv. Und du tust ja auch die Kämpfe mit moderieren, mit der Tina und dem Flavo. Ja, wie wechselt ihr euch denn da ab? Welche Kämpfer hast du denn da? Habt ihr euch da schon abgesprochen? Also kann man sich ganz einfach merken, ab der Pause komme ich. Also ich mache die letzten 4 Kämpfe. Ah, also die Hauptkämpfe, sehr gut. Und was glaubst du, wie gehen die aus? Für wen hältst du, beziehungsweise auf welchen Kampf freust du dich besonders? Ja, ich freue mich ganz besonders auf die letzten beiden Kämpfe, ne, weil da geht es so richtig um was. Ne. Da ist einmal die Sarah Bormann, hat eine Riesenchance, ist allerdings Herausforderin. Also die muss wirklich alles geben, die trifft auf eine ganz taffe Mexikanerin. Und dann am Ende, ich liebe halt die Schwergewichtler, weil ich bin ja selber so ein Lebensmittelgewichtler. Und da denke ich, Daniel Dietz, Felix Langberg. Das wird eine richtige Schlacht, das wird interessant. Die schweren Jungs, ich meine, der eine wiegt 118,3, der eine 109,3. Man stellt sich nur mal diese Kilozahlen vor, die prallen wie die Renault zu Rostock aufeinander, da freue ich mich natürlich schon drauf. Okay, aber ein Tipp, wer gewinnen, wie wird es ausgehen, was meinst du? Boah, da habe ich meine Glaskugel nicht mit, aber ich tippe mal Sarah Bormann, das wird ein sondern ein hart umkämpfter Punktsieg, es wird ganz eng werden. Und der Schwergewichtskampf, ja, denke ich mal, Triple D vielleicht, weil er ist ja doch noch ein paar Zentimeter größer, aber der Kampf wird vorzeitig ausgehen. Schwergewicht geht vorzeitig aus. Ja, wir sind auf jeden Fall gespannt, wie es ausgeht. Noch eine persönliche Frage, wie gesagt, wir haben ja hier den Weihnachtszirkus. Wie verbringst du Weihnachten? Also Weihnachten zu Hause, ganz traditionell, oldschool, mit der Familie zusammen, engster Familienkreis, lecker essen, gibt auch Geschenke mit Beleuchtung, mit Weihnachtsmusik, richtig schön spießig. Ja, sehr gut. Na dann würde ich sagen, viel Spaß heute Abend beim Kampf, sehen wir dich ja dann, also als Ringrichter freuen wir uns schon. Ringsprecher. Habe ich mich jetzt gerade versprochen, Ringsprecher. Ja, vielen Dank auch für das kleine Interview und dann sehen wir uns später. Danke, schönen Abend.